Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Börse Frankfurt Bonn TV. Und wir werfen zuerst einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen an den Märkten. Mittelstandsanleihen, viele Neuemissionen im Herbst erwartet. Staatsanleihen, trotz kurzfristigen Rücksetzern bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt. EZB, Geld im Währungsraum soll dauerhaft extrem billig bleiben. Zyklische Muster sind auf dem Börsenparkett altbekannt. Nicht zuletzt lautet die wohl bekannteste Börsenweisheit Sell in May and Go Away. Auf dem Markt für Mittelstandsanleihen kann man ähnliche Saisonhochs und Tiefs beobachten. Wer sich allerdings völlig auf saisonale Muster verlässt, kann schnell auf die Nase fallen. Das zeigt auch die Entwicklung am Anleihemarkt in diesem Jahr. Winterschlaf, Frühlingsboom, Sommerpause und heißer Herbst. Das sind die vier Zyklen, denen der Anleihemarkt folgt. Frühling und Herbst sind dabei normalerweise die emissionsstarken Monate. Im Winter und Sommer passiert dafür oft so gut wie gar nichts in dem Segment. 2013 ist allerdings ein Ausnahmejahr. Normalerweise sind März und April die heißen Monate. 2013 legten die Unternehmen allerdings erst im Mai los. Von Mai bis Juli wurden fast viermal so viele Anleihen emittiert wie zwischen Januar und April. Zu Beginn des Jahres trauten sich die Unternehmen wegen der Unsicherheit, die die Euro-Krise noch verbreitet hat, nicht auf den Markt. Doch die anhaltende Geldflut der Notenbanken und die Entspannung der Lage in den Euro-Krisenländern hat nicht nur den Aktienmärkten zu einem gewinnreichen Sommer verholfen. Außerdem sagte das erste Quartal wieder eine bessere Entwicklung der Konjunktur voraus. Das Inflationsniveau wie auch das Zinsniveau waren günstig. All das verbesserte auch die wirtschaftliche Situation der Unternehmen, was wiederum für steigende Anleihekurse und sinkende Renditen sorgt. Die Sommerpause am Anleihemarkt fällt in diesem Jahr dementsprechend kurz aus. Vor dem Ende des Jahres sollen noch 15 bis 20 neue Emissionen aus dem Mittelstand an den Markt kommen. Die Projektpipelines der Banken sind gut gefüllt. Allerdings muss es für die vielen Emissionen auch Investoren geben. Es herrscht großer Konkurrenzkampf zwischen den Unternehmen, die zu den Stoßzeiten Anleihen emittieren. Erschwerend kommt hinzu, dass sich viele Privatanleger von einigen unerfreulichen Misserfolgen abschrecken lassen. Diesem Vertrauensverlust stellt sich das noch junge Segment der Mittelstandsanleihen aber bereits. Höhere Eintrittshürden und vor allem die Professionalisierung der Marktstandards sollen die Glaubwürdigkeit des Segments erhalten. Und zu dem Thema darf ich nun Arthur Brunner von ICF Kursmakler an der Börse in Frankfurt begrüßen. Ja, Herr Brunner, wann sollte denn ein Unternehmen nun am besten Anleihen emittieren? Ja, für die Unternehmen gilt wirklich wie an der Ampel grün, gelb, rot. Es gibt Phasen traditionell zu Jahresbeginn und im Herbst, wie im Beitrag schon angeführt, wo die Unternehmen sehr gut emittieren können. Dann gibt es Gelbphasen, wo zum Beispiel durch Sondereffekte auch wie in diesem Sommer noch gute Marktsituationen sind. Und es gibt wirklich Phasen rot, wo es fast nicht möglich ist, Anleihe zu platzieren, in denen ich normalerweise den Sommer und auch dann zum Jahresende, so Mitte Dezember hin, das sind schlechte Phasen. Also hier gilt es wirklich, sich ans Mainstream zu halten. Was sind denn die wichtigsten Faktoren, die für eine Anleihenplatzierung wichtig sind? Ja, hier zählen dazu allgemein das Zinsniveau, die Konjunkturerwartungen, die natürlich auch dieses Zinsniveau beeinflussen und dann natürlich auch die Bonität des Unternehmens. Je besser die Bonität eines Unternehmens, desto weniger muss das Unternehmen zahlen an Zinsen. Und natürlich gibt es auch Phasen, wo für Unternehmen von schlechterer Bonität kein Markt da ist. Also das sind die beeinflussenden Faktoren. Und inwiefern beeinflussen diese Faktoren dann die saisonalen Muster am Anleihemarkt? Also eigentlich kann man sagen, die traditionell guten Zeiten wie das erste Quartal oder auch der Herbst, auf diese Phasen haben diese Muster weniger Einfluss. Aber gerade in schwachen Phasen wie im Sommer können durchaus durch Geldspritzen der Notenbank, die wiederum das Zinsniveau drücken, durchaus hier neue Emissionswellen losgetreten werden. Wie ist das Investitionsklima zum Ende des Jahres? Steht uns auch in diesem Jahr ein heißer Herbst bevor?
was Mittelstandsanleihen angibt, wie im Beitrag vorhin schon erwähnt, ja, stehen so zwischen 10 und 20 Anleihen in der Pipeline. Auch bei die meisten größeren Unternehmen von größerer Bonität haben sich natürlich schon mit Liquidität eingedeckt. Aber es steht trotzdem zu erwarten, dass einige Unternehmen dem Beispiel der Deutschen Post folgen werden, die ja gestern 1 Milliarde eingesammelt hat, um im nächsten Jahr eine fällige Anleihe zu refinanzieren. Und etliche Unternehmen, denke ich noch, die das aktuell sehr günstige Zinsniveau nutzen werden, um sich noch mit Liquidität einzudecken. Und die werden dann auch positiv verlaufen? Denke ich, ja. Dann sage ich, Herr Brunner, vielen Dank für das Interview. Bitteschön. Ja, und das war's dann schon wieder mit dieser Ausgabe von Börse Frankfurt Bond TV. Die nächste gibt es dann in einem Monat am 8. November um 16:15 Uhr. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit am Start. Und bis dahin sage ich Tschüss.